So, eine neue Runde Grinch steht an, diesmal gegen einen Bootsbauer in Erzdorf. Das liegt hier. Das Doofe ist, ich habe gestern Abend schon gespielt und habe vorher natürlich gespeichert und ich habe dann auch im fünften Spiel gegen ihn gewonnen. Das war mehr Glück als Verstand, da habe ich es natürlich nicht aufgenommen. Baut ihr eure Boote aus Kiefernholz? Es wird nicht einfach. Meine Frau hat Kiefernholz angeschleppt, damit ich hier eine Wiege baue. Läuft das Bootsgeschäft denn nicht gut? Überhaupt nicht. Es gibt keine Fische. So, und da die Folge eigentlich auch nur für Leute interessant ist... Ich habe gehört, du bist ein guter Bootsbauer und ein noch besserer Kartenspieler. Die Grinch gucken mögen. Ich riskiere das jetzt einfach mal. Also es wird jetzt eine reine Grinch-Folge werden. Bin immer bereit für eine Partie. Und ich denke mir mal, ich werde das erste Spiel zeigen... Und danach das Spiel, in dem ich gewinne. Sollte sich das nicht miteinander decken. So. Der hat richtig üble Karten. Das Ding ist, wir haben hier, seht ihr in der Mitte der Anzeige hier so links davon, 22, 28 Einheitenkarten habe ich und 22 Sonderkarten. Die echt im Spiel, das ist ja viel zu viel. So, dann packen wir zum Kartensatz. Wie viel habe ich denn hier jetzt drin? Okay, egal, ich will mal gucken. Find hier nämlich mit Horn des Könner Danten extrem dichter Nebel Fernkampfkarten. Die behalte ich sicherheitshalber mal. So. Ballista. Ja, das sind gute Karten. Den Drachenjäger. Da habe ich nur ein. Nee, da habe ich zwei von. Das ist gut. Den nehme ich. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Der ist mir. Hier geht die Karte auf das Schlachtfeld. Okay, also man soll eigentlich mit 22 Einheitenkarten spielen. Also muss man spielen. Weniger dürfen es nicht sein. Und. Ja, Sonderkarten kann man auch welche rauswerfen. Jetzt will ich mal gucken, welche ich hier noch rausschmeiße. Die werfe ich raus. Der taucht nicht viel. Den behalte ich. So, 22 Sonderkarten. Da habe ich einen Spion. Ich muss da noch einen anderen Spion haben. Irgendwo muss ich noch einen Spion haben. Den Spion habe ich. Ein Vierer-Spion ist natürlich irgendwie netter als ein Fünfer-Spion, würde ich sagen. Dann schmeiße ich den Fünfer-Spion raus und packe hier lieber den Vierer rein. Und irgendwo müsste ich noch einen Einer-Spion gehabt haben. Hatte mal einen Einer-Spion. Bin ich mir ganz sicher. Ich weiß gar nicht, wo der hin ist. Kann er nicht weg sein, oder? Keine Ahnung. Okay. Wie viel habe ich von den Ballista? Leuten. Also, dann nehme ich jetzt noch ein Spion, in der Hoffnung, dass ich die gleich am Anfang auf die Hand kriege. Oh Mann! Das ist ein harter Gegner. Der hat echt fiese Karten. Zweimal Finte, das ist interessant. Wieso habe ich die denn drin gehabt? Die will ich gar nicht im Kartensatz haben. Wow! Die sind gut. Mit den blauen Streifen, da brauche ich auch alle drei, sonst gewinne ich nicht. Auch von denen brauche ich alle drei. Und ich habe einen guten Wetterboss. Pass auf, mit dem Deck versuche ich es mal. Das könnte klappen. Das könnte funktionieren. Mit einem ähnlichen Deck hatte ich gewonnen. Okay. Ziel ist es, also wir haben ja nur diese 10 Karten und müssen damit irgendwie 3 Runden hinkommen. Ne? Und Ziel ist es, eben auch möglichst viele Karten zu entlocken, die er spielen muss. Warum kann ich jetzt nichts anderes wählen, außer... Die Finte-Karte? Was stimmt hier mit meiner Lenkung gerade nicht? Hier ist da irgendwas nicht in Ordnung. Ich will keine Finte spielen, das wäre total doof. Ich kann aber gerade nichts anderes auswählen.
Auswählen. Nee, will ich nicht. Den Tri- ah, okay, jetzt geht's. Keine Ahnung, was er da eben hatte. Ich könnte die Fernkampfkarte einfach mal spielen. Ich spiele den Tribok. Ich muss da irgendwas draufpacken, was stärker ist. Das macht er öfter. Den gibt er mir. Jetzt zieht er zwei Karten. Und wenn ich jetzt passen würde... mache ich nicht. Ich mache was anderes. Wenn ich jetzt passen würde, danach wird er eine Verbrennenkarte spielen, wird mir die raushauen, wird noch eine andere hinpacken und so. Das hat er schon mal gemacht, das Spielchen. Ich könnte jetzt natürlich auch passen. Aber ich würde mir ganz gerne diese Spionkarte nehmen mit der Finte hier und die dann gleich selbst wieder ausspielen. Ich habe ja immer noch mehr Punkte als er. Er hat nämlich ganz viele Spionkarten. Er zieht jedes Mal zwei Karten. Die Socke, die. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Und erstmal spiele ich ihm die jetzt aus. So, kann er gerne kriegen. Momentan gewinnt er. Den holt er sich jetzt mit Finte zurück. Was ist das denn für ein Arsch? Es ist ja unglaublich, ey. Das ist ja unglaublich, was der da abzieht gerade. Okay, machen wir das nochmal. Das mache ich jetzt auch. Jetzt wird er mir die Neuner wiedergeben. Jetzt macht er mir meinen Tribok kaputt. So ein Arsch. Na gut, er wird da eh gewinnen. Das ist, die Runde will ich ihn auch gewinnen lassen. So, und jetzt werde ich passen. Weil ich spiele jetzt auch nichts mehr. Ich kann mir auch nichts zurückholen. Ich passe jetzt mal gepflegt. Na, er hat noch nicht mal ansatzweise seine stärksten Karten ausgespielt. Das ist, was mir Sorgen macht. Ja, das ist schon klar, dass er die Runde gewinnt. Das ist jetzt aber taktisch gewesen. Er hat jetzt aber auch sehr viele Karten. Hat jetzt sehr viele Karten. Und er zieht nochmal zwei. Die wird er mir gleich verbrennen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mir die lässt. Ich muss jetzt aber diese Runde gewinnen. Es geht gar nicht anders. Und ich weiß jetzt gerade noch nicht, was ich spielen soll. Ich würde jetzt mal... ich spiele erstmal sie hier. Der ist übel. Und den geht es aber zu, den gibt es aber zu gewinnen. Der ist nicht von Wetterkarten beeinflusst. Das ist eine ganz miese Sache. Ja. Das ist aber gut, dass er den gelegt hat. Weil wenn der liegt, wird er mir keine Wetterkarte auf die Reihe spielen. Das macht er erfahrungsgemäß nicht. Ich bin aber immer noch mehr wie er. Horn des Kommandanten könnte ich jetzt gut gebrauchen. Das habe ich nicht. Aber ich habe hier eine Heilerkarte. Und wenn ich die spiele, kann ich mir eine andere Karte auswählen. Riskier es mal. Seht ihr, was der für fiese, starke Karten hat? Aber der wird jetzt auch keine Fernkampfkarte mehr spielen, wie mir die Reihe, keine Wetterkarte für auch Fernkampf spielen. Boah, ist das krass. Ich muss diese Runde gewinnen. Es geht gar nicht anders. Die will ich aber nicht sofort ausspielen.
Okay. Das wird der Gewinner, der die meisten Karten hat am Ende. Mein Gegner passt. Das ist gut. Jetzt muss ich den spielen, weil die haben zusammen eine Synergie. Und jetzt fehlen mir noch vier. Dann spiele ich den da. Und dann habe ich die Runde gewonnen. So, jetzt passe ich. Und jetzt geht's in die letzte Runde. Da habe ich aber, glaube ich, ganz gute Karten. Ich glaube, da habe ich ganz gute Karten. Ich lege erstmal den da ab. Ja, das ist diese... Verdammt, da zieht er ausgerechnet eine Spionkarte und zieht nochmal zwei. Nun gut, dann lege ich mal meine Ballista da ab. Wow, krass. Also wenn, dann mache ich hier sowieso schönes Wetter, wenn er gleich eine Wetterkarte spielt. Okay, jetzt kommt es echt drauf an, ob ich damit durchkomme. Kann er gerne haben. Kein Ding. Ich habe eine schöne Wetterkarte. Die muss ich als letztes spielen. Pass mal auf. Da passiert noch was. Der darf nur nicht zweimal klirrende Kälte haben. Dann habe ich ein Problem. Was? Der hat eine Karte gezogen, ne? Er darf nur nicht zweimal klirrende Kälte haben. Und er wird jetzt auch keine Nahkämpfer mehr ausspielen, weil... Nein! Okay. Boah, ich dachte, er packt die in die andere Reihe da. Schwein gehabt. Jetzt gib mir bitte Horn des Kommandanten. Verdammt. Kriege ich nicht ausgewählt, Horn des Kommandanten. Das ist aber... Scheiße für mich. Ja, dann nehme ich mir natürlich die mit den meisten. Das wäre dann die Ballista oder der Tribok. Das ist an der Stelle egal. So, und jetzt muss ich meine Spezialeinheit spielen, weil ich habe nichts anderes mehr. Und zwar macht er alle Wettereffekte weg. So, und jetzt haben wir 56 und ich passe und jetzt ist er dran. Ich hoffe, dass ich das gewinne. Der spielt jetzt alles an Karten, was er hat. Und er hat einige. Und er zieht auch nochmal neue. Das kann eine ganz knappe Kiste werden. Ja! Ja! Aber oh, gut gemacht. Nach den Regeln gehört die Karte mir. Ja, so ist es. Ihr Götter, ich glaube, du hättest das Zeug, gegen Hadi anzutreten. Die Leute lachen über ihn, weil er noch jung und nicht gerade klug ist. Aber angeblich hat er es gewagt, den Baron selbst zu besiegen. Leto von Goleta, die haben wir jetzt bekommen. Gwind-Kartensatz und den sortiere ich auch gleich direkt. Ach nee, kann ich nicht. Der ist nämlich nicht nördliche Königreiche, der ist Kaiserreich Nilfgaard. Und da habe ich nicht viele Karten. Seht ihr nicht, hier habe ich 8 von 22 Einheitenkarten. Das sind zu wenig. Monster habe ich irgendwie nur eine. Und Sociatel sind auch zu wenig. Skojatel. Also muss ich mit dem mehr weitermachen. Okay. Ich reise dann mal rüber zu dem Wahrsager. Ich glaube, Hadi aus Mittelhain ist noch schwieriger. Da reise ich mal eben rüber und dann nehme ich weiter auf. Das wird aber vermutlich dann in der nächsten Folge passieren, weil diese Folge oder dieser Kampf hier war zusammen mit dem Baron. Und der nächste kann vielleicht länger dauern. Wir sind ja jetzt auch schon wieder 14 Minuten. Und jo, ne, die streuen wir dann mal so unters Volk. Mal gucken. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch das gefällt. Und schreibt mir mal...
Also ich würde ganz gerne mal wissen, wen von euch interessiert das, Gwind oder und wen nicht. Ich finde es ein ganz interessantes Spiel, muss ich sagen. Hat was, so für zwischendurch mal ist das ganz nett. Okay, dann bis dann. Tschüss.